Wurzelmann, ist back am Schlüssel. Es gibt einen neuen TFT-Pass. Fates-Pass. Ich habe ihn schon mal so kurz überflogen und ich dachte, man braucht für diesen Star-Shards nicht den Premium-Pass. Jetzt ist mir aufgefallen, man braucht den Scheiß dafür. Das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, was man mit dem Teil machen kann. Ich weiß, dass man die wie heißt's? Die TFT-Pads aufwerten kann, aber ich weiß halt nicht, wie viel man für einen braucht. Ich weiß nicht, ob man die auch irgendwie an die gratis kommt. Hier steht rein theoretisch, dass man das halt. Ist ein Artikel dazu? Ach, ist ja nicht schlimm. Astrian. Hab die irgendwann einfach nur gemutet, pff, dann habe ich die nicht mehr gehört. Ist das ein Emote? Naja, schade. Ja, wie gesagt, es gibt halt hier nichts. Die davorigen TFT-Pässe waren halt bedeutend besser. Glaube ich zumindest. Aber wenn es halt kostenlos ist. Wie teuer ist der Pass? Ah, 1200. 90. Das Einzige, was wir gucken können, ist, wie genau man den Krempel jetzt hier benutzt, diese Star Shards. Steht es hier irgendwo? Weil normalerweise kommt das hier in den Shop. Dann kannst du die Sachen aufwerten. Aber wie komprimieren die das? Weil an sich müsste ja diesmal bedeutend mehr Sachen geben als sonst, wenn ich mich nicht recht irre. Ja, ich wollte schon sagen, hier geht halt bedeutend mehr Level. Weil es halt noch die Star Shards gibt. Aber dafür gibt es halt diesmal diese Eier da nicht. Ich weiß halt nicht, wie all in all, dass sich das lohnt. Das sind halt 30, 60, 120. 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, ja, 390 mit den Star Shards. Aber wie gesagt, ich zocke halt nur TFT für diese ganzen Belohnungen. Und wie gesagt, um den TFT-Pass, um hier die Belohnung für Gold abzustauben. Deswegen werde ich mir halt den Pass nicht holen, aber ich glaube, dieser Pass lohnt sich halt bedeutend mehr als sonst die Pässe. Weil ja, du kannst jetzt explizit selber aussuchen, welchen Dingens du halt aufwertest, welches Pad. Das war ja vorher nicht der Fall. Du musst halt Glück haben, dass du halt das richtige Pad bekommst. Also ich weiß halt nicht, wie viele du dafür brauchst und die sind halt recht teuer. 1000 irgendwas, 1050 oder so kosten halt 49 Euro. Oder wie viel waren das? Ah. 5000 RP. Rein theoretisch könnte ich es mir immer kaufen hier und kurz gucken, wie viele du da brauchst. Weil ich weiß halt nicht, ob einmal 130 fürs Aufleveln einmal reichen. Das ist halt die größte Frage. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und die Tage kommt dann. Oder die Tage, ich weiß ja nicht, wie schnell ich das fertig bekomme, den Pass. Dann noch ein Video. Ihr könnt gerne mal bei Twitch vorbeischauen, bei Butzelmann. Ich streame eigentlich so gut wie täglich, oder ja, eigentlich täglich, meistens von 1 bis, also von 13 Uhr bis, auf jeden Fall bis 12 Uhr. Also bis 24 Uhr und dann halt mal eigentlich immer bis Open End, bis ich müde bin. Ja. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Video.